Schmeckt super. Wir haben das erste Feedback bekommen und das Eis schmeckt super. Toll. Freuen uns. Komm ruhig mit. Ich krieg ja nichts ab. Doch, dann kriegst du einen Löffel ab. Ich darf ja nur zugucken. Komm mal her. Und? Ist lecker, oder? Lecker. Sehr lecker. Zum Eis? Ja. Eis ist gut. Ja? Und das sechste Eis war doch so, was man lautrecke gemacht war. Was? Schmeckt das lecker. Lecker. Während unsere Eiszeithelden noch in den Vorbereitungen stecken, ahnen sie noch nicht, dass bereits eine größere Herausforderung auf sie wartet. Jetzt holen sich die beiden ihre Aufgabe ab. Wir sind gespannt, ob das gut geht. Natürlich muss gesagt werden, dass hier in der Eiszeit in lauter Ecken noch alles im Baustellenmodus ist. Und ein Schoko-Spaghetti-Eis, also mit Schoko sprich. Okay. Ein Schoko-Spaghetti-Eis und das mitten im Baustellenbetrieb. Da hat sich der Chef ja was Tolles einfallen lassen. Aber wer Beppo kennt, weiß, auch das wird erledigt. Da haben die zwei gut lachen. Geschafft. Doch jetzt kommt der erste Probelauf. Alkoholfreie Cocktails. Aidins. Stärke, ganz klar. Die Eismonster sind da. Wird die Eiszeit diese kritische Beurteilung positiv meistern können? Und einen alkoholfreien Cocktail für die junge Mama. Was wird Angelo zu dem Erdbeer-Spaghetti-Eis sagen? In der nächsten Folge Eiszeit werden wir es erfahren. Beppo ist sehr lecker. Beppo, Beppo, Beppo. Immer noch. Geh doch zu Beppo.